Nyarlathotep von Howard Phillips Lovecraft. Nyarlathotep, das schleichende Chaos. Ich bin der Letzte. Ich will es dem lauschenden leeren Raum erzählen. Ich kann mich nicht mehr deutlich erinnern, wann es begann, aber es war vor Monaten. Die allgemeine Spannung war grauenhaft. Zu einer Jahreszeit politischen und sozialen Umbruchs gesellte sich eine merkwürdige, brütende Vorahnung schrecklicher körperlicher Gefahr, einer weit verbreiteten und allumfassenden Gefahr, wie man sie sich nur in den schrecklichsten Nachtfantasien vorstellen kann. Ich erinnere mich, dass die Menschen mit bleichen und bekümmerten Gesichtern einhergingen und an gewisperte Warnungen und Prophezeiungen, die niemand bewusst zu wiederholen oder von denen er vor sich selbst zuzugeben wagte, dass er sie gehört hatte. Ein Gefühl ungeheurer Schuld lag über dem Land, und aus den Abgründen zwischen den Sternen fegte kühler Luftzug, der die Menschen in dunklen und einsamen Orten erschauern ließ. Da gab es eine teuflische Änderung in der Jahreszeitenfolge. Die Herbsthitze verweilte furchterregend, und jeder Mann fühlte, dass die Welt und vielleicht das ganze Universum aus der Kontrolle der bekannten Götter oder unbekannter Mächte geraten sei. Und dann kam Nyarlathotep aus Ägypten. Niemand konnte sagen, wer er sei, aber er war aus altem, einheimischem Blut und sah wie ein Pharao aus. Die Felachen knieten nieder, wenn sie seiner ansichtig wurden, dennoch konnten sie nicht sagen, warum. Er sagte, er sei aus dem Dunkel von vor 27 Jahrhunderten emporgestiegen und er habe Botschaften aus Orten vernommen, die man nicht auf unserem Planeten findet. In die Länder der Zivilisation kam Nyarlathotep. Dunkel, schlank und düster kaufte er dauernd seltsame Instrumente aus Glas und Metall und kombinierte sie zu Instrumenten, die noch seltsamer waren. Er sprach viel über die Wissenschaften, über Elektrizität und Psychologie und veranstaltete Demonstrationen seiner Fähigkeiten, die seine Zuschauer sprachlos machten und die dennoch seinen Ruhm in ungeheurem Maße anwachsen ließen. Menschen gaben einander den Rat, Nyarlathotep aufzusuchen und schauderten dabei. Und wohin Nyarlathotep ging, verschwand die Ruhe, denn die frühen Morgenstunden wurden von Schreien des Albtraums zerrissen. Noch nie waren diese Albtraumschreie ein solch öffentliches Problem gewesen. Jetzt wünschten weise Männer beinahe, sie könnten den Schlaf in den frühen Morgenstunden verbieten, auf dass das Kreischen der Städte den bleichen, mitleidigen Mond nicht so sehr beunruhigen möge, der auf grünen Wassern, die unter Brücken hindurchglitten, und alten Kirchtürmen, die sich verfallend gegen den kränklichen Himmel abhoben, schimmerte. Ich erinnere mich noch, als Nyarlathotep in meine Stadt kam, die große, schreckliche Stadt unzähliger Verbrechen. Mein Freund hatte mir von ihm und von der zwingenden Faszination und dem Zauber seiner Enthüllungen erzählt, und ich brannte vor Eifer, seine tiefsten Geheimnisse zu erforschen. Mein Freund sagte, sie seien über die fieberhaftesten Vorstellungen hinaus grauenhaft und eindrucksvoll, dass das, was auf eine Leinwand in einem verdunkelten Raum projiziert werde, Dinge prophezeie, die niemand außer Nyarlathotep zu prophezeien wage, und im Sprühen seiner Funktion wurde den Menschen das genommen, was noch niemals weggenommen worden war und was man bloß an den Augen erkennen konnte. Und ich hörte von denen, die es wussten, die weit verbreitete Andeutung, dass Nyarlathotep Anblicke zuteil würden, die andere nicht sehen dürften. Es war in jenem heißen Herbst, dass ich mit der ruhelosen Menge durch die Nacht ging, um Nyarlathotep zu besuchen, durch diese erstickende Nacht, endlose Stiegen hinauf in ein Zimmer, das einem die Luft benahm. Auf die Leinwand geworfen sah ich Kapuzengestalten zwischen Ruinen und gelbe, böse Gesichter, die hinter umgestürzten Denkmälern hervorlugten.
und ich sah die Welt ankämpfen gegen die Finsternis, gegen die Wellen der Zerstörung aus den hintersten Räumen, wirbelnd, aufwühlend und kämpfend rund um eine dunkler werdende, auskühlende Sonne. Dann umtanzten die Funken in erstaunlicher Weise die Köpfe der Zuschauer. Haare standen zu Berge, während Schatten, grotesker als man es sagen kann, hervorkamen und sich auf den Köpfen niederließen. Und als ich, der nüchterner und mehr wissenschaftlich eingestellt war als die übrigen, zitternd einen Protest von Schwindel und statischer Elektrizität murmelte, warf Nyarlathotep uns alle hinaus. Die Schwindelnden stiegen hinunter in die feuchten, heißen, verlassenen, mitternächtlichen Straßen. Ich schrie laut, ich hätte keine Angst, dass ich nie Angst haben könne, und andere schrien zum Trost mit mir. Wir schworen einander, dass die Stadt genau die gleiche und noch am Leben sei, und als das elektrische Licht schwächer zu werden begann, verfluchten wir die Elektrizitätsgesellschaft immer wieder und lachten über die Grimassen, die wir dabei schnitten. Ich glaube, wir fühlten, dass etwas vom grünlichen Mond herunter auf uns einwirke. Denn als wir von seinem Licht abhängig wurden, ordneten wir uns in merkwürdig unfreiwillige Marschkolonnen und schienen unseren Bestimmungsort genau zu kennen, obwohl wir nicht wagten, daran zu denken. Einmal sahen wir aus Pflaster und fanden, dass die Platten lose und von Gras verschoben waren, und kaum eine rostige Metallschiene zeigte an, wo die Trambahn gefahren war. Und dann sahen wir einen Trambahnwagen, allein, ohne Fenster, verfallen und beinahe auf der Seite liegend. Als wir unsere Blicke über den Horizont schweifen ließen, konnten wir den dritten Turm beim Fluss nicht entdecken und stellten fest, dass die Silhouette des zweiten Turms am Oberteil ausgenagt war. Dann spalteten wir uns in schmale Kolonnen auf, von denen es jede in eine andere Richtung zu ziehen schien. Eine verschwand in einer schmalen Straße zur Linken und hinterließ nur den Widerhall eines fürchterlichen Klagelautes. Eine andere zog den mit Unkraut bewachsenen Untergrundbahneingang hinab, mit einem heulenden Gelächter. Meine eigene Kolonne zog es aufs offene Land hinaus, und ich fühlte gleich ein Frösteln, an dem nicht der heiße Herbst schuld war, denn als wir auf das dunkle Moor hinausschritten, erblickten wir rund um uns das höllische Mondgeglitzer üblen Schnees. Spurenloser, unerklärlicher Schnee, der nur in eine Richtung gefegt war, wo ein Abgrund gähnte, der durch die glitzernden Wände noch schwärzer wirkte. Die Kolonne schien in der Tat sehr dünn, als sie verträumt in den Abgrund hineinstapfte. Ich blieb zurück, denn der schwarze Spalt in dem grün leuchtenden Schnee war furchtbar, und ich glaubte, den Widerhall beunruhigender Klagetöne gehört zu haben, als meine Begleiter verschwanden. Aber meine Kraft zum Verweilen war nur gering. Wie angelockt von denen, die vor mir gegangen waren, schwebte ich beinahe zwischen den riesigen Schneewächten, zitternd und verschreckt in den dunklen Abgrund des Unvorstellbaren. Schreiend, wie ein fühlendes Wesen, dumpf delirierend, nur die Götter, die da waren, können es wissen. Ein vergehender, empfindsamer Schatten, der sich in Händen windet, die keine Hände sind, und ich wirbelte blind an schrecklichen Mitternächten verrottender Schöpfungen vorbei. Leichen toter Welten, mit Wunden, welche die Städte waren, Grabeswinde, die an den bleichen Sternen vorbeistreichen und sie fast zum Erlöschen bringen. Hinter den Welten vage Geister schrecklicher Dinge, halb sichtbare Säulen ungeheiligter Tempel, die auf namenlosen Felsen unter dem Raum stehen und in schwindelerregende Leere über den Sphären von Licht und Finsternis. Und durch diesen abstoßenden Friedhof des Universums gedämpfter, wahnsinnig machender Trommelwirbel und dünnes, monotones Wimmern gotteslästerlicher Flöten aus den undenkbaren, unbeleuchteten Kammern jenseits der Zeit. Das abscheuliche Schlagen und Pfeifen, zu deren Musik langsam, ungeschickt und absurd die gigantischen, dunklen, letzten Götter tanzen. Die blinden, stummen, hirnlosen Zwerge, deren Seelen Nyarlathotep ist.